Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt einen Tag nichts gekommen. Das lag daran, dass meine neue Grafikkarte da war. Da ist jetzt. Und ich wollte einfach jetzt nicht noch eine neue Folge rausholen mit alter Grafikkarte, weil jetzt haben wir alles auf höchsten Einstellungen und hoffentlich mehr als 60 FPS. Schauen wir. 50. 40. Ah ne, jetzt. Ah, 129. Wunderbar. Genauso wollen wir das sehen. Dann schauen wir mal, was haben wir denn? Wir hätten einen Antler Gargoyle statt. Wir hätten Honeyflower statt. Arcane brauche ich. Habe ich Gargoyles. Late Game. Ich habe Magic Damage. Ich habe Pierce Damage. Ich habe Magic. Ich habe Impact. Was fehlt mir? Was mache ich gegen Wave 16? Gegen 16 habe ich die hier. Da brauche ich nur Frontline. Wir haben Sorcerer, Venture und Market. Und Sorcerer mit Hades ist ganz nett. Sollte ich noch die Protonen mitnehmen? Ne, ich nehme den Lord of Death mit. Ja. Und dann machen wir einen Honeyflower-Start. Und setzen dann auf 2 in der Habier. Fragen wir mal nach, ob die Honeyflow, ob er meint, dass die Honeyflow mit der HP hält. Gegen eine Dragon Turtle. Wir schicken auf Türkis. Türkis ist ein Endler. Und der bekommt. Und die Honeyflow schickt auf uns, ne? Clockbird, genau, Clockbird schickt auf uns. Ja, nee, gehen wir lieber safe. Harpier und ein Gargoyle. Weil sonst wird das mit der. Also sonst wird Wave 3 zu schwierig und Wave 2 will ich nicht liegen. So, dann gehen wir jetzt hier den Gargoyle davor. Genau, so direkt davor und die Harp hier hinten. Der geben wir später den Sorcerer. Den kommen die nehmen wir dann an Hades rein und dann bekommen die Mana weg. Und das wird sick. So, und auf 3 kriegt er die Fiend. Kein Cent. Er hat nichts gebaut. Er hat einen Gargoyle gesetzt, hätte jetzt gegen Dragon Turtle geleakt, kann jetzt zum fünften Worker gehen, heißt, schickt gegen mich gleich härter. Honeyflower Tank, das wollen wir eigentlich gar nicht. Schaff ich. Ich würde einen Green Devil schaffen, wenn ich die Fiend vor dem Income schaffe, aber es sieht leider nicht so aus, als würde ich die Fiend vor dem Income schaffen. Selbst mit einem Worker mehr hätte ich es nicht geschafft. Schade. Dann machen wir das so. Wollen ja hier den Antler dann später haben. Und jetzt kommt die Fiend. Und dann hoffen wir, dass der Antler schön auf die Fiend knallt. Und er ist bei der Bank gegangen. Oh, alles richtig gemacht, Junge. Alles richtig gemacht. Oh, er geht auf 4. Interessant. Auf 4 gehe ich einfach eine Sky Queen, oder nicht? Was hat er da gesetzt? Ein Peewee. Aber der wird angegriffen. Schaffe ich eine Sky Queen? Also wenn er liegt, schaffe ich definitiv eine Sky Queen. Und jetzt... Ja, der geht da ziemlich hart aufs Maul. Das hält er nicht. Trotz der Mid Reduction. Sehr gut. 51%. So mag ich das. Dann resende ich gleich auf 4. Für maximales Income. Dass ich dann auch definitiv meine Sky Queen schaffe. Aber ich schaffe ich glaube ich nicht, ne? Selbst mit Resend.
162, mir fehlt ein Gold. Ne, drei Gold fehlen mir. Ein Gargo verkaufen. Oder eine zweite Honeyflower. Dann bin ich gegen 7 zu schwach. Ich muss einen Gargo verkaufen für eine Sky Queen. Und wir schicken die Double Snail. Mal schauen, ob er mit dem Resend rechnet. Wenn nicht, geht er jetzt einfach nur in Boosted Peewee. Nein. Da kommt der 80er Cent, das ist ein Hermit. Schon mal ziemlich eklig. Wir gehen jetzt Worker. Skyping müsste das eigentlich regeln. Ja. Skyping hat das. Wir haben die Welle von der nächsten Wave. Und gegen den Hermit gewinnt die ja easy. Resend hat leider nichts gebracht, schade. So, und gegen 6 will ich dann gleich einen Antler gehen, deswegen spare ich mir mein Geld auf. Dann kommen wir nämlich exakt auf 200. Und er wird dann wahrscheinlich, wenn ich den Antler setze, bin ich gar nicht so gut auf 7, ne? Und auf 6 fehlt mir der Schaden, obwohl mit dem Antler habe ich natürlich Schaden, ne? Und gegen 7... Noch ein 80er Resend? Warum? Oh, das könnte ärgerlich werden. Oh, das halte ich nicht. Aua! Aber 80 in einer Runde? Nicht schlecht, Kumpel. Und er kriegt von mir definitiv eine Brute. Heißt, er hätte mir auf 5 auch 160 schicken können. Das ist viel. Und seiner Safe durch auf 6. Das ist ganz schön assi. Ja, ich schaffe noch trotzdem noch den Antler. Dass ich dann definitiv ihn mit hab. Und dann noch ein Lizard dazu, ne? Obwohl Impact. Ich könnte natürlich auch eine Dragon Turtle mitschicken, aber die wird halt gefokust. Ich schicke den Lizard. Macht nochmal Bonusschaden. Also die Rockos machen ja den Damage Debuff. Und Damage Buff meine ich natürlich. Musik bitte nicht ganz so laut, geht das? 80er Resend, ja, ist okay. Und er kriegt den 200er. Safety Mole, Snail und Brute. Das ist krass. Und er hat Sea Serpents gesetzt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht, also schlau von ihm gemacht. So, jetzt gehen wir einen Walker. Schaffen danach trotzdem noch einen Green Devil. Sieht nicht so gut aus. Brute lebt halt noch. Die Packets sterben gerade alle. Aber ich hab ihn. Und er hat sich selbst. Ne, er liegt auch. Kollege Schnüschel liegt auch. Sehr schön. Kann ich sogar noch einen Worker gehen? Schaden von der Brute ist nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, ich halte das nicht. Aber letzter, ne? Mein Green Devil hier. Könnte jetzt natürlich wieder ein 80er Cent machen. Macht die ganze Zeit schon 80er Cents.
So, der hatte Peewees, Antler und Ranger. Da möchte ich eigentlich auf 9 saven. Ja. Skippen wir jetzt die 7 und die 8. Gehen auf die 9. Weil er hat bis auf den Antler keinen richtigen... Und er hat jetzt auch noch die Sea Serpents gesetzt. Heißt, ihm fehlt richtig Schaden auf der 9. Ich krieg keinen Cent. Und er könnte auf 8 gehen. Er hat seine Packrets eingegraben. Ja, und jetzt? Ist das jetzt schlimm? Achso, er liegt 43% deswegen. Ne, wir schreiben nichts. Einfach mal darauf hinweisen, gut. Du kannst nicht immer undervalue. Ja, Gegner haben schon doppelt so viel Gold bekommen wie wir. Sehr gut. 210. Was machen wir mit 210 Gold auf der Wave? Noch eine Sky Queen. Oder keine Sky Queen. Ein Green Devil. Und nach der Wave gehen wir dann noch eine Death Cap gegen 9. Ja. 150, 280. Ich sende, also kann ich noch den Gargoyle setzen. 160. Gut, dass ich was gesetzt habe. Ja, sieht gut aus. Der Antler ist noch Full HP. Oh ne, Half-Life, die Herdenflower ist noch Full HP. So, wir schicken jetzt einen Pack-Leader. Damage Jungs. Ja, wir haben das. Sky Queen, Carry Me. Und ich kann sogar einen Worker gehen. Oder? 300. Ja, ich kann einen Worker gehen. Ja, ich habe wieder Zeit verschwendet, ist richtig. Deathcap. Muss ich schon anfangen, over zu valuen. Rein theoretisch wären das jetzt auch zwei Worker gewesen, aber wenn er mir jetzt auf 9 und 10 resendet. Und ich overvalue bin, ich just catchen kann, was er schickt, dann habe ich am Ende mehr draus, als wenn ich jetzt zwei Worker gehen würde. Das ist mein Gedanke. So, und wenn ich jetzt noch eine Fiend schaffe, bin ich glücklich. Ich schaffe die Fiend. Sehr schön. Pack Leader Fiend. Macht guten Schaden. Damage ist schon nicht schlecht, ne? Er ist halt da. Und er saved jetzt wahrscheinlich auf 10 oder 11. Heißt, ich gehe jetzt noch eine Sky Queen, definitiv. Und Zeus gegen 11. Und er liegt ziemlich hart. 61, sehr schön. Kriegt er seinen auch zum Liegen? Der Headchef ist böse. Ah, jetzt ist die Safety Mode weg. Oha. Ah, es wird ein sehr, sehr langsamer Leak oder ein. Ne, das wird gar kein Leak. Deshalb halt Headchef. Buff. Die heilt sich. Hätte ich jetzt einen Hermit, ne? Mitgeschickt. Der hat sich gelohnt. Der hat sich definitiv gelohnt. Halten würde das nicht mehr. Er kriegt noch zwei. Schade. Guter Schaden. Lecker, lecker. Und da haben wir den Damage wieder raus. Also das Gold haben wir wieder raus. Das meinte ich. Eine Harpier und noch ein Green Devil. Wir können jetzt ein richtig dicker Cent kommen. Und Harpien harmonieren wunderbar mit Green Devil. Wenn wir Glück haben, wird sogar die Death Cap und nicht direkt die Green Devil nacheinander gefokust. Wobei ich die Green Devil alle nach vorne platziert habe, war gar nicht so schlau. Egal.
Habe ich Honeyflower gesagt? Deathcap natürlich. Blabla, 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 blabla. Und wir kriegen auf 11. Das heißt, ich gehe schon mal Supply. Und wenn ich schaffe, gehe ich in White Main. Obwohl, da kommt ein Ghost, dann das wäre gar nicht so nett, ne? Ja, die Green Devils wurden nacheinander weggefokust. Ja. 280, das ist eine Menge. Wenn du da den King kriegst, ne? Er kriegt den King. Good job. Schicken wir jetzt auf 11. Dino. 318. Ich könnte jetzt Market gehen, gibt mir aber nur 40 Gold. Ich gehe aber einfach mit Lord of Death und Sorcerer. Ja, Mana-Regeneration. Die wird's bringen. Ich habe hier noch eine Fiend. Ne, mit 9 Workern schaffe ich keine Fiend mehr. Mit 10 Workern hätte ich es geschafft, aber. Oder? Doch! Extreme Close, aber es ist der Worker. Die Fiend. Was ich laber, Jungs, was ich laber. So, was kommt da jetzt? 320. Ist das ein Ghost Knight? Nein, das ist ein Hermit und 3 Dinos. Schon mal Worker prellen. Oh, Death Cup kommt Full HP durch, das ist sehr gut. Auch wenn der Hermit da den meisten Schaden negiert. Das ist der Lord of Death, der gefokust wird, ja. So, Sky Queen. Machst du was? Ja, ich lieg ein bisschen, aber das sollte der Kollege da unten ja haben. Er liegt nicht, ich lieg meinen. Mit 140 habe ich den geliebt. Ja, sorry. I'm feeding. Dann reicht es ja jetzt, wenn wir schon. Sky Queen sollte ich nicht weitergehen. Gegen 14 noch ein Lord of Death. fehlen mir. Wenn ich jetzt nichts baue, bin ich ziemlich. Habe ich ziemliche Probleme gegen den Resend. Aber wenn ich jetzt einfach in Zeus gehe, schon mal positiv gegen die 13 und danach gleich noch Lord of Death, beziehungsweise ein Harl ist glaube ich besser, ne? Dann habe ich gegen die 14 schon mal die Arcane Armor. Und er will jetzt schicken, schaffe ich den Pack Leader? Ne, schaffe ich nicht. Save to Moons, ne. 20er Resend. Ja, 14 klingt gut, obwohl da Veterans dabei sind. Hätte ich gerade nicht schicken dürfen, dann hätte ich vielleicht einen Centaurum geschafft. Den Hades schaffe ich. 2, 3, 6 plus 1, 9, 7 ist gleich 433, heißt keine Worker. Oh, meiner könnte liegen. Ne, er liegt. Ne. Der Damage. Zu viel Damage. Das ist der Hades. Schön Overvaluing gegen Wave 14. Ich frag mich, beschwört der Hades? Der Hades beschwört erst, wenn er in Reichweite ist, ne? Oh, Zeus Reichweite ist ja nicht schlecht, ne? Der hat eine krasse Range, der Zeus. Ah, ja, ne? Gut.
Und ich sollte dann später gleich noch ein bisschen was in Frontline investieren. Ein paar Green Devil. So, jetzt schaffe ich natürlich nichts. Schick ich den Pack Leader. Der Recent war dumm. Der Recent auf 12 war dumm. Naja, er hat schon 20 Worker, ne? Sudili Sudili. Ein Lord of Death. Und noch ein Green Devil. Und wenn ich jetzt noch. Da schaffe ich wieder nichts, ne? 40 in 10 Sekunden schaffe ich definitiv nicht. Dann ist das einfach nur eine Fiend. Ja. Die können natürlich auch auf 15 gehen. Was mir an sich so lieber wäre. 480, eieiei. Hexe, Safety Mode, Hermit. Das ist viel. Natürlich hätte ich Sky Queens gehen können, aber die fallen halt viel zu schnell um und die Frontline war halt eh nicht so stark. Safety Mode rausnehmen. Sehr schön, Safety Mode raus. Die ganzen Frösche, ey, die machen halt. Die Frösche machen Work. Aber ich lieg meinen Gegner zuerst und die Gegner liegen komplett und mein Team erhält. Gut. Good job holding, aber ne, wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe meinen Typen hier häufiger geleakt, deswegen schafft er nicht so viele Worker. Deswegen Rollenverteilung hier komplett richtig. Und das sind jetzt 1, 2, 4, 5, 6, 6 Frösche dabei. Und die werden jetzt gleich alle vom AOE-Spiel, AOE-Spell deleted. Bam. Und weg. Oh, ein Frosch hat es nicht erwischt. So, die haben noch 3%. Das ist jetzt ärgerlich. 265 gegen 16 schon mal eine Sky Queen. Gegen 16 noch eine Harpie. So, und dann gehen wir jetzt nach der Wave Worker. Jungs. Keine richtige Frontline. Ich muss den Whiteman langsam mal ausbauen. Gegen 16 baue ich den Whiteman aus, ja. So machen wir's. Und dann würde ich gern auf 17 schicken. Ja, Hades quasi Frontliner. Green Devil sind nicht tanky, sagt man, ne? Irgendwer meinte, Green Devil sind auf 15 nicht tanky. Das nimmt er sofort bitte zurück. Oh, er liegt. Sehr geil. Ist natürlich jetzt schlecht für mich, weil das bedeutet, dass ich meine Worker später gehen kann. Und die, die gerade viele Worker haben, für die ist es gut. Ja, für uns ist halt nochmal extra Gold. Wobei es jetzt auch nicht wirklich viel ist. Dann einmal den White Man bitte. White Man. Ne, ein paar Worker muss ich schon gehen. Und gegen 17. Was machen wir gegen 17? 17 sind wir aufgeschmissen. Bin ich aufgeschmissen? Ich kann gegen 17
Antlers spammen mit Damage Reduction, damit die Backline Schaden machen kann. Das wird, glaube ich, mein Plan sein. Und jetzt tauchen auf 17 schaffe ich auch. Sehr schön. Oh, und wir kriegen jetzt den Cent. Aber er ist auf 4000 Value. Ich glaube, das sollte der halten. Zentaure. Dann kann ich nochmal einen Worker geben. Weil die Wave wird jetzt... Oh, scheiße, ich liege richtig viel. Oh, scheiße. Er liegt auch. GG. Er hält nicht. Ich halt auch nicht. Well. Das ist ärgerlich. Würde ich mal sagen. Äußerst ärgerlich. Ja, die schmelzen uns einfach. Ja. Oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott. Das lieben wir nicht mehr. Ah, close enough, würde ich sagen. Close enough. Wie viel Gold haben die gerade bekommen? Eine Menge. Die Fiend hat immer Glück gebracht. Ich schicke jetzt hier. Kacke. Boah, war das knapp. Bitte sag mir, dass es jetzt zu Ende ist. Warum schickt er den Kraken? Ich weiß, Kraken zu schicken hat Swag. Aber macht nicht unbedingt immer Sinn. Das ist einfach mal jetzt gegangen. Jetzt sind Tauro schützt die Peewees weg. Die Safety Mall macht es den Harpien auch nicht leichter, ne? So, jetzt Safety Mall raus, genau. Jetzt macht die Schaden. Lecker. Aber die halten, glaube ich, zu gut, ne? Also sein Dude hält zu gut. Mit zwei Starcodern. Ist das GG? Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Danke. GG, Jungs. Vielen Dank für die Runde. Sehen uns beim nächsten Mal. Und warte, die Stats noch. Tada, bitteschön die Stats. Tududu.